Hallo zusammen, hier ist Mio4534 mit einem neuen Let's Play Projekt. Und zwar Abenteuer auf dem Reiterhof 3, das Erbe der Gräfin für den PC. Wie ich an die CD rangekommen bin, will ich euch nicht sagen, weil es ist schon beschämend, dass ich das Spiel anfangen werde. Ja, womit fangen wir mal an? Ja, Abenteuer, ist ja klar, wir wollen Abenteuer machen. Ui, neu. Das ist ein Mädchenspiel. Wie kann ich mich nennen? Also San Miguel. Na komm. Starten. Ups, niedriges Niveau. Ich gebe deiner Spielfigur einen Namen. Habe ich doch schon. San Miguel. Weiter geht's. Hui, schwarzer Bildschirm. Es wird spannend. Geile! Was für ein Bauernhof. Wo bin ich? Da bin ich das Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Ich will den Jungen spielen. Sehr geehrte Frau von Kurbach, aufgrund unseres Telefonats bestätige ich Ihnen hiermit, dass Ihre Großtante Johanna von Kurbach Sie als Ihre Haupterbin eingesetzt hat. Sie sind jetzt Eigentümerin des Gutshofs Tannenaue und des dazugehörigen Gestüts. Ich schlage vor, sich mit mir in Verbindung zu setzen, sobald Sie in Steinhausen ankommen, um die Einzelheiten der Testamentsvollstreckung zu besprechen und alle notwendigen Papiere zu übergeben. Hochachtungsvoll, O. Schulz. Geil, wir haben etwas geerbt. Sehr schön. Fängt mal gut an, der Story. Wow, hier ist nicht gerade viel los. Tja, suchen wir erst einmal das Büro des Notars auf. Oh Mann, oh Telefon. Wer ist denn da dran? Hallo? Hallo, ich bin's, Kathi. Ich wollte dir nur viel Glück wünschen. Mensch, für dich fängt jetzt ein ganz neues Leben an. Du bist sicher furchtbar aufgeregt. Das ist wirklich nett, mich anzurufen, Kathi. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe den Eindruck, dass ich sie noch sehr nötig haben werde. Okay, ich mache jetzt Telefon Schluss. In der Hand. Du hast bestimmt noch eine Menge zu tun. Ich rufe dich später noch einmal an. Nee. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und vergiss nicht, dein Spiel zu speichern. Drücke dazu auf Escape. Danke. Ja, ich will auch raus hier aus dem Spiel. Ist das? Hi, weißt du nicht weiter? Ja. Tja, um ehrlich zu sein... Das Dorf ist nicht sehr groß. Sieh dich mit den Pfeiltasten ein wenig um. Mit der Pfeiltaste oben gehst du vorwärts. Wenn du laufen möchtest, drücke sie zweimal schnell hintereinander. Mit den Pfeiltasten links und rechts drehst du dich. Übrigens, ich bin Helena. Schön, dass du deinem Anruf sagst. Ich bin die Nichte von Johanna von Kurbach. Schön, dich kennenzulernen, Helena. Klasse, dann wohnen wir also zusammen. Warum sagst du nicht meinen Namen? Ich wohne mit meinem Bruder Thomas auf dem Gut. Boah, jetzt kann ich mich sogar bewegen. Geil. Geil, lauf mal. Boah. Das Dorf ist sehr klein und es gibt nicht viele Einwohner. Wenn über einer Person ein Pfeil erscheint, kannst du mit ihr sprechen. Dazu musst du nur die Leertaste drücken. Wem redest du? Fahrrad? Kann ich nicht Fahrrad fahren? Boah, das Dorf ist sehr klein. Und ach, halt die Fresse! Wenn über einer Person ein Pfeil erscheint, kannst du mit ihr sprechen. Was will Dazu die? Dazu musst du nur die Leertaste drücken. Aber ich muss Ezio, könnte ich den hier... Bam! Oh, ich kann mit ihr sprechen. Leertaste. Vielleicht kannst du mir helfen? Dreh dich mal um. Die Kanzlei des Notars Schulz. Dreh dich mit der Wand. Ah, der Notar, na klar. Du musst zuerst nach rechts und dann nach links. Warte, ich hab doch einen Plan des Dorfs dabei. Der könnte dir auch später noch von Nutzen sein. Geil. Um den Dorfplan zu betrachten, musst du zuerst mit der I-Taste dein Inventar öffnen und ihn dort finden. Okay, die I-Taste. Sag mal, das hört sich aber ganz schön kompliziert an. Unsinn, es ist ganz einfach. Mit der Beobachten-Schaltfläche kannst du den gewählten Gegenstand näher betrachten. Mit der Benutzen-Schaltfläche kannst du ihn benutzen oder anderen Leuten zeigen. Ja, beobachten. Wow, echt cool der Plan. Ich habe schon versucht, mir einen zu besorgen, habe aber nirgendwo einen gefunden. Ja, kaufen. Gern geschehen. Ich habe ihn auf meinem Computer erstellt. Steinhausen ist nicht sehr bekannt. Ja. Rennen wir mal los. Aber erstmal speichern. Boah, ich bin mal davor, ich gespeichert. Und jetzt... Lauf doch. Yeah. Nach rechts, sagte die doch. Dann gehen wir nach rechts. Aber ich gebe richtig. Boah, guckt euch mal dieses Ambiente an. Guckt mal hier alles zu. Keine Menschenseele. Wo sind die Zombies? Komm. Zombies, Zombie, Reiterhof, Zombie spielen.
Ah, ein Opa! Ich habe mich jetzt richtig erschreckt. Gehen wir mit dem Opa. Guten Tag, ich suche die Kanzlei Schulz. Schulz, den Notar? Genau, jeder hier scheint ihn zu kennen. Sie sind die Kleine von Kurbach, hä? Seine Herkunft kann man nicht verleugnen. Sie finden die Kanzlei, wenn Sie geradeaus gehen. Ist die zweite Straße links. Danke, alter Mann, aber wo ist denn die Straße? Geradeaus. Was meint ihr mit geradeaus? Ja, danke für die Information, Opa. Dann geh mal hier lang. Zweite Straße links. Was soll der Mist? Lauf nicht hin! Ich gehe ins einsame und verlassene Dorf umher. Hab keinen Freund und Telefon. Kann ich nicht benutzen. Warum kann ich kein Telefon benutzen? Dann rennen wir weiter durch die Gegend. Wo ist denn der Notar? Ich habe ja noch eine Karte. Telefon? Könnte in der Mitte der Notar sein. Ich lauf mal. Ist das der Notar? Ah, endlich. Da ist es. Erste Quest gemeistert! Sehr schön, Tutorial geschafft. Treten Sie bitte ein. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Notar Schulz? Höchstpersönlich. Und Sie sind Frau von Kurbach, nicht wahr? Angenehm. Setzen Sie sich doch bitte. Vor Ihrem Tod hat Ihre Großtante Frau von Kurbach beauftragt, mögliche Erben ausfindig zu machen. Sie sind die einzige Verwandte. Und der Hof mit dem Gestüt steht Ihnen rechtmäßig zu. Allerdings enthält das Testament eine Reihe von Klauseln. Was für Lippenbewegungen? Klauseln? Was für Klauseln? Bedingungen, wenn Sie so wollen. Frau von Kurbach war eine etwas exzentrische Dame. Verzeihen Sie mein Heuschnupfen. Sie wünscht sich einen Erben, der ein Pferdenname Heuschnupfen wurde toll dargestellt. Ich dachte, das Gestüt sei ziemlich heruntergekommen. Das stimmt. Seit ihrer Krankheit konnte sich Frau von Kurbach nicht mehr um das Gestüt kümmern. Aber im Stall steht noch ein Pferd und es bleiben einige Gebäude. Was muss ich tun? Nun, Sie müssen eine gewisse Anzahl an Aufgaben erfüllen, bevor das Gut vollständig in Ihren Besitz übergeht. Aber Sie sind bestimmt müde von der Reise. Ich werde Sie auf das Gut begleiten. Die Einzelheiten können wir später noch besprechen. Was für eine Mimik! Sie werden den Stallburschen. Seit dem Tod seiner Eltern kümmert er sich um seine kleine Schwester Helena. Er ist etwas wortkarg, aber ansonsten ein prima Kerl. Ihre Tante mochte ihn sehr. Übrigens, das Testament sieht vor, dass die beiden auf dem Gut bleiben. Ihre Eltern haben auf dem Gut gearbeitet? Sagen Sie mal, sind Sie gegen irgendetwas allergisch? Das hat mit einer anderen Frage zu tun. Ja, Herr und Frau Schormann haben sich über 20 Jahre um das Gestüt gekümmert. Sie haben nicht zufällig ein Taschentuch. Vor 8 Jahren sind sie bei einem Brand auf tragische Weise ums Leben gekommen. Helena war noch ein Drama, Baby. Tragödie. Nun richten Sie sich erst einmal ein. Ah, das ist Thomas. Ja, Thomas. Thomas, darf ich dir Frau von Kurbach vorstellen? Sie kommt aus dem Ausland und wird das Gut übernehmen. Guten Tag. Guten Tag, Thomas. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Thomas ist hier aufgewachsen und kennt die ganze Gegend wie seine Westentasche. Wollen wir du zueinander sagen? Wir sind doch ungefähr gleich alt. Nein, lieber nicht. Schließlich sind Sie meine Chefin. Also, ich lasse euch junge Leute jetzt mal allein. Erholen Sie sich gut, Herr Schulz. Sie sollten jetzt Ihr Zimmer beziehen. Es befindet sich im ersten Stock des Gebäudes. Boah, was für eine Story. Wie kommen wir jetzt hier rein? Da, rein mit dir. Guck mal. Oh, da ist was Rotes. Da gehen wir mal rein. Nee, da kann man nicht. Da gehen wir mal nach oben. Hab ich mal eigentlich... Boah, mein Zimmer. Oh, Telefon. Auf dem Nachttisch liegt ein Notizbuch. Wenn Sie es benutzen möchten, müssen Sie sich davor stellen. Sobald das Symbol erscheint, drücken Sie die Leertaste. Sie können aber auch jederzeit auf die T-Taste drücken. Aha, wo ist das Notizbuch? T-Taste. Und wozu soll das gut sein? Es ist Ihr Tagebuch. Alle erledigten oder bevorstehenden Aufgaben werden dort notiert. Sie können es jederzeit betrachten. Es ist wirklich nützlich. Und wieder beenden. Unglaublich, warum ruft er mich an? Das ergibt keinen Sinn.
Wir sind unten, der hätte auch hochgehen. Was ist das? Super Spiel. Komm ins Bett. Ja, ins Bett gehen! Ah ne, das sind Aufgaben. Ins Bett gehen. Ich bin so müde von diesem Spiel. Aus dem Fenster schauen. Nee, kann man auch nicht. Dann geh wieder runter. Denken Sie daran, dass Sie Ihr Tagebuch jederzeit mit der T-Taste betrachten können. Wir treffen uns am Stall zu einem kleinen Rundgang. Er ist leicht zu finden. Es ist das einzige Gebäude, das noch intakt ist. Bis gleich. Das einzige Gebäude, das noch intakt ist. Mein Gott, was habe ich mir da nur eingelassen? Wo ist der Fernseher? Ich will Two and a Half Men schauen. Oder hier, Zoe 101. Komm. Ich bin ja 12, steht da. Also bin ich 12 Jahre alt und ich habe ein ganzes Haus geerbt. Den ganzen Stall und Pokal. Ja, das war der erste Part von Let's Play. Wie hieß das Spiel nochmal? Abenteuer auf dem Retterhof 3, das Erbe in der Gräfin. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann.